So, hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Galactic Craft. Und jetzt mal noch diesen Schraubenschlüssel hier craften müssen. So, wir haben zwei gedrücktes Zinn. Jetzt müssen wir das zusammenpacken. Dann kriegen wir dann der Bronze raus. So. Ein Bronze haben wir schon mal. Das wird reichen. So, jetzt haben wir zwei Bronze und brauchen ein gepresstes Stahl, gepresstes Eisen und Kohle. Ein gepresstes Eisen, dann müssen wir jetzt Stahl drücken. So, gepresster Stahl. Jetzt müssen wir die zusammen craften. Das geht so. So. Ja, wir haben den Schraubenschlüssel. Jetzt können wir das machen, was ich die ganze Zeit machen wollte. Wir können die Maschinen einordnen. Wir müssen so schnell wie möglich das Solarteil holen. Der Strom muss dann hier reingeführt werden. Gut, hier kommen jetzt die ersten Maschinen rein. Hier kommt jetzt der Kohlegenerator rein. Der Schaltkreisfabrikator. Die Kabel brauchen wir auf jeden Fall. Hier brauchen wir erstmal einen Eingang. Das hier ist der Eingang, das heißt, hier kommt der Kohlegenerator hin. Hier der Schaltkreisfabrikator. So, mit dem Schraubenschlüssel können wir nämlich die Sachen drehen. Das heißt, der Ausgang ist dann hinten. Das heißt, hier können die Kabel versteckt sein. Zu den ganzen einzelnen Maschinen laufen, von dem Kohlegenerator und dann später auch von hier oben, von den Solarteilen. Und hier kann man halt noch laufen. Und das machen wir hier auch und da, wenn wir so viele Maschinen brauchen, wie die wir gar nicht brauchen. Und so viele Maschinen brauchen wir gar nicht. So, den Kompressor, weil er ohne Strom läuft, tun wir jetzt mal hier hin. Und weil es einheitlicher ist, kommt das hier auch nach hinten. Und dann brauchen wir jetzt Schilder. Wir brauchen Schilder. Um immer, weil die alle gleich aussehen, um zu gucken, was was ist. Das ist sehr, sehr praktisch. Legen direkt drei raus. Kompressor. Ach ja, hier muss noch das Ding. Kohle, Strich Generator und Schaltkreis Fabricator. So, dann müssen wir das eigentlich alles nochmal ausleuchten hier. So, das ist unser Maschinenraum. Hier kommt noch eine Tür rein, wenn wir sie benötigen. Können wir einfach machen. Mit dem Kabel verbinden, genau. Zack, zack. Und dann kommt dann hier kommt dann später die nächste Leitung hin. So. Eigentlich würde ich gerne jetzt auch schon die schweren Kabel machen. Das mache ich jetzt auch schon. Dann verarbeiten wir
schalten wir die kleinen zu großen Kabeln. So. Dafür brauchen wir, glaube ich, eine Wolle, Kabel und Aluminium, okay. Dann nehmen wir die Kabel doch nochmal da raus. Aluminium haben wir. Und werden jetzt die weiterverarbeiten. So. Wenn wir es weiterverarbeiten zu dicken Kabeln. So. So kann da mehr Strom durch. Hier kommt 400,0 Kiloampere und hier kommen nur 200. Das heißt, das Doppelte. So. Dickere Kabel sehen auch geiler aus. So. Ich habe so viel Schrott dabei. Das ist unglaublich. Hier die Basic Wafer. Ach ja, wir haben hier neue Kohle drin. Ja, trotzdem, wir haben sehr, sehr wenig. Wir müssen jetzt sparen. So. Deswegen. Bauen wir jetzt. Wollen wir jetzt schon die Solarteile bauen? Solar. Wir wollen die fortgeschrittene Zellen. Das heißt, wir brauchen schwere Kabel, Stahl. Wir brauchen jetzt erstmal, wie viel Stahl brauchen wir? Wir brauchen. Mache ich das zuerst mit dem Stahl? Wir brauchen 3, 7. 7 Stahl brauchen wir. Das heißt Kohle und Eisen. Oh Mann, ey, das ist jetzt echt kacke. Wir brauchen. Das schaffen wir nicht. Wir schaffen nur 6. Ja, da müssen wir jetzt nochmal auf Höhlentour. Oh nein. Na gut. Machen wir das halt nochmal alles. Machen wir uns eine. Wir uns die ganzen Dinger hier raus. Das hier. Gehen wir jetzt nochmal auf Höhlentour. So. Zu wenig Eisen. So, gut. Das war's eigentlich, ja. Ja, das war's. Gut. Ja, wir bräuchten ja, gut, wir machen jetzt uns nochmal. So, gehen wir wieder auf Höhlentour. Das ging ja total schnell. So. Wir haben ja noch nicht viel abgeklappert. Vor allen Dingen das, was wir brauchen, ist Eisen. Ich glaube, das ist in dieser Mod hier viel seltener geworden. Dann bauen wir uns jetzt wieder einen Schacht nach unten. So. Mal 10 plus 15. 110 plus 15 ist
Fertig. Ja. Ja! Eisen. Das ist das Wichtigste. Dafür brauchen wir ne, so eine ganze Menge. Jetzt brauchen wir nämlich eigentlich nur noch Stahl. Wir brauchen ab jetzt nur noch Stahl. Das ist wirklich so. Das ist Zinn. Zinn werden wir später auch ganz viel brauchen. Einfach immer weiter runter. Kohle brauchen wir jetzt wieder. Warum haben wir den nicht mehr abgebaut? Kohle brauchen wir jetzt auch sehr viel wegen der Kohlegenerator. Muss jetzt laufen. Und jetzt für die ganzen Öfen und sowas müssen wir das auch machen. Deswegen ist jetzt die Kohle hier ganz wichtig. Es gibt ganz viele Erze, aber man muss so viel trotzdem sammeln. Also die Kosten kommen total oft vor, aber man muss total viel sammeln, weil man so viel braucht. So. Könnte vielleicht sein, dass ihr vielleicht im Hintergrund so ein Lachen hört oder so. Ja, das sind meine Nachbarn. Weil ich wohne genau neben denen. Neben denen ist nämlich das nächste Zimmer von denen. Das ist sehr ärgerlich, dass man die dann hört. Wir haben uns auch schon beschwert, aber es kommt bei denen nie näher an. So, Kohle ist fertig abgebaut. Hier ist noch Eisen. Eisen! Eisen ist für uns jetzt im Moment. Eisen und Kohle ist im Moment das Wichtigste für uns. Eigentlich findet man Eisen eigentlich überall, aber in dieser Mod ist es, finde ich, glaube ich, ist es weniger geworden. Ich höre Lava. Ich habe noch nicht. Das Eisen noch nicht fertig abgebaut. So. Da unten ist auch schon die Lava. Und das Gold. Das Gold interessiert mich eigentlich überhaupt nicht. Höhe 17. Redstone. Gut. Also ich habe dir jetzt so ein paar Themen, ne? Also oh. Das ist Aluminium. Und das Redstone. Ich hätte den Eimer mitnehmen sollen. Komm jetzt erstmal rüber. Sind keine Diamanten. Nein, das sind keine. Da hinten ist Silikon. Brauchen wir eigentlich nicht so dringend. Da können wir ja nochmal holen. Das hat ja. Hat mir gemerkt, wie lange es gedauert hat, die zu holen. Ich habe da irgendwie eine halbe Stunde noch für gebraucht. Oh! Seht ihr, was ich auch sehe? Eisen. Nein. Das nicht, aber hätte eigentlich was anderes gesehen. Geh mir aus dem Weg. So. Diamanten. Das ist Silikon. Das ist ein bisschen grauer als Kohle.
Ansonsten sieht es gleich aus. Okay, wir machen uns jetzt mal einen Eimer. Ein Aluminiumerz. Direkt schon wieder zwei Diamanten. Das heißt, wir haben jetzt sogar einen Gewinn gemacht. Es ist nur die Frage, wo ist Wasser? Hier. So. Nein. So. Dann lösche ich das jetzt alles mal und jetzt können wir. Ach ja, genau. Nein! Hä? Was ist denn da passiert? Das ist Aluminium. Ja. Heftig. Jetzt haben wir kein Wasser mehr und können das nicht mehr löschen. Alter. Warum habe ich eigentlich den Schraubenschlüssel dabei? Ich habe keine Ahnung. Na, ich wusste doch, dass ich hier Eisen gesehen habe. Komm, 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 komm. Ach, da hinten ist schon wieder Silikon. Einmal ist Silikon überhaupt nicht mehr selten geworden. Das gibt es jetzt total oft. Das ist jetzt genau dann, wenn wir es nicht mehr benötigen, finden wir es wie Sand am Meer. Oder Sandkörner am Meer. So. Das ist Aluminium. Das lohnt sich nicht. So. Kohle. Oh, eine Mine. Überall ganz viel Kohle. Ja. Ah, Aluminium. Kohle, 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 Kohle. Kohle, 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 Schuppidu, Schuppidu, Kohle, Kohle, Schuppida. So. Ach ja, ich wollte ja ein neues Thema anbrechen. Genau, das, jetzt habe ich schon wieder das Thema vergessen. Stöhn, stöhn. Naja, wie soll man sagen? Seit ich dieses Projekt mache, habe ich total viel mit Mods zu tun. Also, quasi, ist ja kein Projekt, es ist ein Let's Play. Seit ich dieses Let's Play angefangen habe, habe ich nur noch mit Mods zu tun. Immer nur noch mit Mods-Ordner, kopiere da rein, kopiere da rein. Das ist schon richtige Arbeit. Also, das habe ich mir überhaupt noch nicht so vorgestellt. Ich dachte, das downloadet man und dann. Also, das dachte ich auf jeden Fall ganz, ganz, ganz früher. Das ist was ganz Lustiges. Wer werdet ihr euch drüber kaputt lachen? Früher dachte ich, es gibt nur einen einzigen Server auf der Welt. Und das war der einzige Server, den ich kannte.
Und es gibt über Milliarden von Server auf der Welt. Ich dachte, es gibt nur einen einzigen. Das hört sich ganz behindert an. Das hört sich so an, als wäre ich strohdumm. Aber damals war ich 8 oder 9.